Hey, leider kommen meine Videos im Moment ein bisschen unregelmäßig, da ich halt im Moment Früh- und Spätschicht habe. Thema der Woche ist Plattform für Transmänner, Transmenschen, wie auch immer. Und ich habe mir da mal so ein paar Notizen gemacht, weil sich ja manche ja immer beschwert haben, dass ich mich darauf nicht vorbereite oder so. Ja, also. Ich habe die meisten halt auch nur aus dem Internet rausgesucht. Ich glaube, zwei oder drei davon kenne ich selber. Bin aber eigentlich nur so auf einer unterwegs. Und ja, also die erste ist Transmann e.V. Das kenne ich von Leuten, die halt, ja, bei, also. Das kenne ich hauptsächlich von einem aus dem Krankenhaus, wo ich halt die Mastek hatte. Der war da halt angemeldet. Und ja, dadurch habe ich das, kenne ich das eigentlich. Dann Trans NRW, das habe ich aus dem Internet. Sah aber eigentlich ganz spannend aus. Transmann Austria, das kenne ich auch durch einen von Facebook. Der wohnt in aus nee, gar nicht in Österreich oder Schweiz. Weiß ich nicht genau, wo der wohnt. Der ist da auf jeden Fall auch irgendwie mit involviert, wie auch immer. Dann Trans Man of the World. Habe ich auch aus dem Internet. Wer gut Englisch kann, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Da ich eher so eine Null in Englisch bin, ist das gar nicht so ganz meine Seite. Und dann so die hauptsächliche Plattform, wo ich so mich wirklich mit Transmenschen, Transleuten, Transmännern, Transfrauen, wie auch immer, wie man halt sein will, austausche, ist Facebook. Ich finde, für mich reicht das auch, da ich in, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Gruppen bin, was nur mit Trans zu tun hat. Und ja. Also mir reicht das. Ich brauche mich da nicht noch irgendwie auf irgendeiner anderen Plattform anzumelden, mich zu informieren, wie auch immer. Und ja, also für mich bleibt Facebook auch das Einzige, da ich auch eigentlich fast keine Zeit mehr habe durchs Arbeiten, da überhaupt mich irgendwo weiter zu chatten oder wie auch immer. Ja.